Sakralgebäude nehmen eine herausragende Rolle in der Kirchengemeinde ein. Sie sind weithin sichtbare Orte der Begegnung und des Glaubens. Oft ist ihre Ausstattung kunsthistorisch wertvoll und der Gebäudeunterhalt sehr teuer. Daher ist besondere Aufmerksamkeit gefragt, denn Gebäude und Ausstattung stellen spezielle Anforderungen an Temperierung und Lüftung. Wie kann nun eine Kirche sinnvoll temperiert werden? Die Ansprüche sind vielfältig. Die Kirche soll zum Besuch einladen. Eine zu schnelle Temperaturerhöhung, wie etwa vor Gottesdiensten oder Veranstaltungen, schadet jedoch Kirchengebäude und Ausstattung. Andererseits kann aber eine Kirche auch nicht dauerhaft stark temperiert werden. Es sollen ja Heizenergie und damit Kosten gespart und die Umwelt geschont werden. Für die gängigsten Heizsysteme in Sakralgebäuden gibt es Empfehlungen von den jeweiligen Landeskirchen und Bistümern als klare Orientierung für den sachgemäßen Betrieb einer Heizungs- und Lüftungsanlage. Bei einzelnen Kirchen kann es jedoch vorkommen, dass es zu den übergeordneten Empfehlungen abweichende Temperatur- und Feuchtevorgaben gibt. Der korrekte Betrieb einer Heizung vereint die verschiedenen Ansprüche, spart Energie, vermeidet Folgekosten und schont die Ausstattung sowie die Umwelt. Im Folgenden geht es um die Kombination einer Fußbodenheizung mit einer Warmluftheizung. Hierbei wird die Fußbodenheizung für die Grundtemperierung und die Warmluftheizung für die zusätzliche Aufheizung zum Gottesdienst genutzt. Die Systeme funktionieren wie folgt. Bei der Fußbodenheizung wird der Fußboden großflächig temperiert. Ob hierfür elektrischer Strom, Heizwasser oder Warmluft verwendet wird, ist für das Beheizungsergebnis unerheblich. Der Boden gibt dann die Wärme mit einem hohen Strahlungsanteil an den Raum ab. Dies führt zu einer angenehmen Wärme im Fußbodenbereich. Die aufsteigende Luft erwärmt den Raum. Die flächige Wärmeeinbringung verringert Zugerscheinungen im Kirchenschiff. Die Fußbodenheizung wird durch die Warmluftheizung ergänzt. Bei der Warmluftheizung wird die kalte Luft dem Kirchenraum durch die Absaugöffnung entnommen und über Luftkanäle zum Heizkessel geführt. Im Heizungsraum erwärmt der Heizkessel die kalte Luft, die dann wieder über Luftkanäle zu den Auslassöffnungen im Kirchenschiff transportiert wird. Dort steigt die warme Luft auf, breitet sich aus und erwärmt so den Kirchenraum. Zwischen Zuluft und der Absaugung ergibt sich idealerweise eine Zirkulation mit niedriger Luftgeschwindigkeit. Eine Variante der Warmluftheizung sind die sogenannten Warmluftstationen. Bei ihnen wird die warme Luft direkt am Bodengitter erzeugt. Die Luft wird dazu an einem kleinen Heizkörper, der in dem Gitterschacht sitzt, vorbeigeführt und direkt wieder in den Raum gegeben. Auch wenn die Technik leicht abweicht, sind die nachfolgenden Empfehlungen trotzdem für beide Warmluftsysteme identisch. Die Temperierung erfolgt klassisch mit einer Grund- und Nutztemperatur. Außerhalb der Nutzung durch Gottesdienste und Veranstaltungen wird der Kirchenraum auf einer Grundtemperatur gehalten. Diese sollte möglichst niedrig gewählt werden. In vielen Kirchen kann auf sie sogar vollständig verzichtet werden. Sollte eine Grundtemperierung erforderlich sein, zum Beispiel weil Ausstattung und die Kunstobjekte sie erfordern, Frostfreiheit erreicht werden muss oder hoher Energieverbrauch durch lange Aufheizzeiten vermieden werden soll, sollte sie bei niedrigen Außentemperaturen bei höchstens 8 Grad liegen. Für die Temperierung des Raumes auf Grundtemperatur wird vorzugsweise die Fußbodenheizung verwendet, da sie aufgrund ihrer flächigen Wärmeeinbringung und niedrigeren Betriebstemperatur den Raum schonender erwärmt.
Rechtzeitig zum Gottesdienst kann der Raum durch Zuschaltung der Warmluftheizung auf die Nutztemperatur erwärmt werden. Für die Höhe der Nutztemperatur gibt es konkrete Temperaturempfehlungen von den Bistümern und Landeskirchen. Die begrenzte Temperaturdifferenz reduziert die Belastung von Gebäude und Ausstattung. Zudem gibt es einen sehr wichtigen weiteren Faktor, der bei der Wahl der Temperaturwerte und Aufheizzeiten zu beachten ist. Das ist der Zusammenhang von Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf ist immer in der Luft vorhanden. Wie viel Wasserdampf die Raumluft aufnehmen kann, bestimmt sich durch die Lufttemperatur. Je wärmer die Luft ist, desto mehr Wasserdampf kann sie aufnehmen. Je kälter sie ist, desto weniger Wasserdampf nimmt sie auf. Das Maß für die Menge des Wasserdampfes in der Luft ist die relative Luftfeuchte, gemessen in Prozent. Zu beachten ist nun, dass die Umgebung auf die relative Luftfeuchte reagiert. Bei steigender Temperatur sinkt die relative Luftfeuchte. Trockene Luft entzieht den Oberflächen des Raumes Feuchtigkeit. Dadurch werden Holz, Leder und Leinwände trocken und es besteht das Risiko von Trocknungsschäden. Mit dem Abkühlen steigt hingegen die relative Luftfeuchte und entsprechend gibt die Luft mehr Feuchtigkeit an die Umgebung ab. Ist die Luft eher feucht, besteht das Risiko, dass Feuchtigkeit an kalten Stellen kondensiert und sich an den feuchten Oberflächen Schmutzpartikel ablagern, die zu vorzeitigen Renovierungsarbeiten führen. Im Extremfall bildet sich sogar Schimmel. Damit der Kirchenraum geschont wird und sich kein Schimmel bildet, sollte die relative Feuchtigkeit in der Regel zwischen 45 und 70% liegen. Wichtig ist hierbei auch die Geschwindigkeit der Änderung von Temperatur und Feuchte. Bei der Temperaturänderung spricht man von einer Aufheizrampe. Um die Änderungen der relativen Luftfeuchte im verträglichen Rahmen zu halten, sollte der Temperaturanstieg oder die Temperaturabsenkung bei maximal 1 Grad pro Stunde liegen. Bei großer Empfindlichkeit der Ausstattung sollte die Temperaturänderung langsamer gewählt werden. Bei Veränderung der relativen Luftfeuchte sollte die maximale Schwankung 10% pro Tag nicht überschreiten. Daher sollte die relative Luftfeuchte laufend gemessen und überprüft werden. Wir empfehlen als allgemeine Messstelle die zweite Bankreihe Mitte. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist das richtige Lüften. Dabei können schnell schwerwiegende Fehler gemacht werden. Es verlockt, bei schönem Wetter die warme Außenluft zu nutzen, um zu lüften und so den Innenraum zu erwärmen. Insbesondere an feucht-warmen Tagen und bei großen Temperaturunterschieden von innen zu außen ist dies jedoch äußerst problematisch. Denn eine große Menge warmer, feuchter Luft kann sich mit der kalten, trockenen Raumluft im Innenraum nicht schnell vollständig vermischen. Das zu viel an Feuchtigkeit kondensiert dann an den kältesten Stellen im Raum und kann zu Schäden an der Raumschale führen. Zudem stellt die schnelle Erhöhung der Innenraumluftfeuchte eine große Belastung für die Kunstgegenstände und Orgeln dar. Leider können wir Menschen die Luftfeuchtigkeit weder sehen noch fühlen. Daher ist auch für das richtige Lüften das Messen der Luftfeuchtigkeit in der Regel unbedingte Voraussetzung. Was gibt es sonst noch zu beachten? Wenn es richtig kalt ist, kann es sein, dass der Kirchenraum nicht auf die gewünschte Nutztemperatur erwärmt werden darf, weil sonst die relative Luftfeuchte unter 45% absinken würde. Es gilt also, wenn die relative Luftfeuchte die untere Mindestgrenze erreicht, darf nicht weiter aufgeheizt werden.
Bei einer feuchte geführten Regelung Ihrer Heizungsanlage passiert das automatisch. Die niedrigere Temperatur kann akzeptiert werden, da die Kirchenbesucherinnen und Kirchenbesucher an diesen Tagen besonders warm angezogen sind. Eine etwas kühlere Kirche kann dann trotzdem als angenehm warm wahrgenommen werden. Die Regelungstechnik der beiden Systeme muss aufeinander abgestimmt werden. Oft benötigt die Steuerung der Warmluftheizung die Eingabe einer Grundtemperatur. Diese sollte spürbar unter der Grundtemperatur des Temperierungsmodells gewählt werden. Damit ist gewährleistet, dass die Grundbeheizung über die Fußbodenheizung erfolgt. Eine Warmluft- und Fußbodenheizungskombination sollte kostengünstig betrieben werden. Schonend für die Umwelt und die Ausstattung. Und mit hoher Nutzerzufriedenheit. Dazu sollte über dieses Video hinaus Folgendes unbedingt beachtet werden. Sorgen Sie für die Einweisung der Personen, die für die Bedienung der Anlage zuständig sind. Haben Sie ein Auge auf die Intervalle und Qualität der Wartungen. Kontrollieren Sie, ob die vorliegende Bedienungsanleitung aktuell und vollständig ist. Versuchen Sie, die Werte der relativen Luftfeuchte in Erfahrung zu bringen. Achten Sie darauf, dass die eingestellten Nutzungszeiten aktuell gehalten werden und so nicht unnötig aufgeheizt wird. Kann die Leistung der Heizung reduziert werden? Sind die beiden Heizsysteme korrekt aufeinander abgestimmt? Die hohen Energiepreise auf der einen Seite und der Klimaschutz andererseits fordern von uns weitere Anstrengungen, den Ressourcenverbrauch zu minimieren. Bitte prüfen Sie daher, ob es möglich ist, in Ihrer Kirche die angegebenen Grund- und Nutztemperaturen weiter zu reduzieren und außerdem eigenproduzierten Strom oder Ökostrom zu nutzen, um damit den CO2-Fußabdruck weiter zu senken. Hierbei ist es aber wichtig, dass der Korridor der Luftfeuchtigkeit zwischen 45 und 70% eingehalten wird. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Kontaktadresse auf der Homepage Ihres Bistums bzw. Ihrer Landeskirche. Prüfen Sie, ob Ihre Kirche nicht deutlich geringer beheizt werden kann, ohne dabei Schäden an der Ausstattung zu riskieren. Möglicherweise kann die Heizung in Ihrer Kirche auch komplett ausgeschaltet bleiben, wie es jahrhundertelang praktiziert wurde. Viele ökologische und wirtschaftliche Aspekte sprechen dafür. Energiepreis, CO2-Abgabe, Lebensdauer der Anlage, Unterhalt, Wartung und vieles mehr. Ziehen wir alle einen Pullover mehr an, um gemeinsam die Klimaschutzziele der Diözese zu erreichen. Informieren Sie die Kirchenbesucher und vermitteln Sie transparent Ihre Entscheidungsgründe.